Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Bundesliga-Prognose für die Saison 2017-2018. Gestern hatten wir den FSV Mainz 05, heute gibt es dementsprechend den nächsten Fall, in der letzte Saison unten drin stand, und das wird der 5. und dementsprechend der 14. in der Tabelle der HSV. Zunächst einmal, wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, checkt die Videobeschreibung aus, Links zu OneFootball, da könnt ihr euch die App runterladen, kostenlos auf euer Smartphone für die neuesten Live-Scores, dazu für die neuesten Transfer-News und natürlich auch für Kaderinformationen und so weiter und so fort. Ich würde mich freuen, wenn ihr damit unterstützen würdet. Dazu zu IGVault 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA-Points, PSN und Microsoft-Guthaben mit dem Code MAXGAMINGTV und natürlich meine Social-Media-Links und mein Merchandise Instagram, Twitter würde ich auf jeden Fall an eurer Stelle mal auschecken. Wir kommen also zum HSV, der die vergangene Saison immerhin auf Tabellenplatz 14 beendet hat, damit besser als die letzten Jahre. Und dementsprechend, beziehungsweise besser als die Jahre in der Relegation waren. Am letzten Spieltag haben sie sich mit einem 2:1 zu Hause gegen Wolfsburg durchgesetzt, die Wölfe damit in die Relegation geschickt und sich selber gerettet. Ob das die Saison genauso werden wird oder wie ich das prognostiziere, sehen wir gleich. Ich möchte aber in erster Linie jetzt hier wieder nicht lesen, Max, du bist nur HSV-Hater. Nein! Ja, ich mag den HSV nicht, ist richtig, aber ich kann das Ganze objektiv betrachten, glaubt mir. Und ich habe genug mit Max, ja, mein bester Kumpel, wer mir auf Instagram folgt, weiß das mittlerweile, wer die Bulgarien-Vlogs gesehen hat auch, der ist Hamburg-Fan. Und mit dem habe ich sehr lange darüber geredet und der hat, mein Bild nochmal ein bisschen geändert, aber der hat auch eine ähnliche Meinung teilweise wie ich. Von daher, ich bin da deutlich objektiver, als ich es früher war. Glaubt mir. Und von daher bitte ich auch, weil viele HSV-Fans sind auf YouTube unterwegs und viele HSV-Fans werden dieses Video sehen, ein bisschen Objektivität bitte und nicht nur blanker Hass und blanker Surrealismus einfach, ja. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit dem Trainer. Da haben wir nämlich einen sehr, sehr souveränen, den ihr auch schon lange hier im Bild gerade seht, und zwar Markus Gisdol ist in meinen Augen ein sehr, sehr guter Trainer, der genauso wie ja eventuell André Breitenreiter bei Hannover viel zu gut ist eigentlich für die Ansprüche, die der HSV in den letzten Jahren gezeigt hat. Natürlich will man immer nach Europa, aber es klappt ja irgendwie nie so wirklich. Ich denke aber, dass es diese Saison zumindest ruhiger werden könnte als die letzten Jahre, wobei das kann man halt immer beim HSV nicht so wirklich vorhersagen, weil das ist wie bei beispielsweise Schalke. Es gibt immer irgendwie Stress, aber sie haben auch an sich eine sehr gute Führungsetage, finde ich persönlich jetzt. Dazu haben sie halt eben jetzt mit Jens Todt einen vernünftigen Sportdirektor am Start, im Aufsichtsrat mit Heribert Bruchhagen auch was Gutes. Ich bin gespannt, wie das zumindest werden wird, aber ich denke, da gibt es keine Probleme. Wir kommen jetzt direkt mal zu den Neuzugängen und Abgängen. Hamburg hat wieder eine Menge Geld ausgegeben und nicht so viel eingenommen. Der teuerste Abgang, beziehungsweise der einzige, der Geld generiert hat, war Michael Gregoritsch. Der ist für 5,5 Millionen zu Augsburg gegangen. Dazu Ostschalek abgegeben an 96, René Adler an Mainz 05, Nabil Bahoui an die Grasshoppers Zürich, Ferrati per Laie zum Erzgebirge Aue. Ashton Götz ist jetzt ablösefrei, beziehungsweise vereinslos. Frank Ronstadt ist in die zweite vom HSV gegangen. Johann Giroux ist ebenfalls vereinslos. Und das war's von den Abgängen her. Neuzugänge. Kyrgiakos Papadopoulos für 6,5 Millionen, André Hahn für 6 Millionen, Julian Pallasbeck für 3,5 Millionen, Bjarne Tölke ablösefrei vom KSC, Beonek aus der eigenen Jugend, genauso wie Janjicic, und dazu haben wir noch per Laie, die zurückgekommen sind, Shiplock, Altintas, Guaida und halt eben Ferrati, der aber bereits wieder weiter verliehen ist. Kommen wir damit zum Kader und zur Analyse. Die Torhüterposition in meinen Augen ganz gut besetzt, allerdings nicht überragend. Hirzel, Mickel sind beides Nachwuchs, beziehungsweise okay, Mickel ist kein Nachwuchskeeper mehr, Hirzel eigentlich mit 24 auch nicht, aber sind auf jeden Fall Ergänzungsspieler. Davor dann Martenia und Pollersbeck. Ich denke, die beiden werden sich einen guten Kampf um die Top-Position liefern. Martenia hat zum Saisonende letzte Saison viele Punkte gerettet für den HSV, war in meinen Augen besser als Adler und hat sehr, sehr gut gespielt. Pollersbeck hat bei der U21-EM in meinen Augen jetzt nicht so mega überzeugt, aber ist auf jeden Fall U21-Europameister geworden als Stammtorwart. Hat bei Lautern auch ganz gut gespielt, ist für 3,5 Millionen gekommen und hat eine Menge Potenzial, auch wenn er schon 65 Meter Tor gegen Holstein Kiel kassiert im Test. Was aber passiert? Ja, hat Zieler ja beispielsweise auch. Und das darf man halt nicht als Maßstab setzen. Aber ich glaube trotzdem, Martenia wird jetzt Nummer 1 in die Saison gehen. Ich sehe Martenia auch momentan noch deutlich besser als Julian Pollersbeck. Ich bin gespannt, was da passieren wird. Aber ich glaube, sie haben an sich da jetzt nicht so große Probleme. Allerdings in meinen Augen auch nicht so beispielsweise solide wie halt eben Mainz. Die haben Adler und Huth. Klar, Adler hat bei HSV gespielt. Allerdings da jetzt nicht so wirklich das Vertrauen mehr gehabt und auch nicht gut gespielt. Aber vielleicht ist bei Mainz sehe ich ihn besser jetzt ehrlich gesagt wieder. Weiß ich, vielleicht ruhigeres Umfeld, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, Martenia sollte die Nummer 1 sein, weil er einfach auch ein bisschen routinierter ist und besser mit den ganzen Sachen umgehen kann. In Hamburg ist es nicht einfach am Anfang und ich glaube für Pollersbeck auch nicht, und von daher in meinen Augen Martenia Nummer 1. Und damit auf jeden Fall solide. Innenverteidigung. Bjarne Tölke, Mergi Mafrai, Kyrgiakos Papadopoulos.
Merkt ihr was? Das ist das große Problem. Ich muss dabei lachen, das tut mir leid. Sie haben nur 3 Innenverteidiger und einer davon ist Tölke. Und der kann eigentlich als Bundesliga-Verteidiger jetzt nicht wirklich groß angesehen werden. Papadopoulos ist Abwehrchef, gar keine Frage, der ist auch gut. Ja? In meinen Augen jetzt nicht so überragend, wie er teilweise gemacht wurde. Er ist kopfballstark bis zum geht nicht mehr, aber in meinen Augen auch nicht der absolute Leader. Er kann die Abwehr orten, ja, das ist richtig, absolut, absolut gar keine Frage, aber er ist selber nicht so der absolut abgeklärte und so. Der macht selber ab und zu mal Fehler. Und dementsprechend daneben Mergi Mavrai, sehr routinierter Verteidiger, sehr, sehr guter Verteidiger in meinen Augen auch. Aber das reicht nicht. Das reicht einfach nicht. Also da muss noch was passieren. Es ist momentan Neven Subotic wohl im Gespräch. Da gibt es zumindest das Gerücht, das wäre in meinen Augen eine sehr, sehr gute Verpflichtung. Aber die Innenverteidigerposition ist in meinen Augen die kritischste beim HSV, auf die auf jeden Fall noch nachgelegt werden muss. Weil mit 3 Innenverteidigern kannst du nicht in die Saison gehen. Auch wenn wir gleich sehen werden, an sich gibt es natürlich noch die Sechser, die Innenverteidiger spielen können. Nur dann fehlen halt irgendwie auch Sechser. Außenverteidiger links Douglas Santos, der Flop-Transfer aus der vergangenen Saison, der ja aus Brasilien kam und als Megatalent galt und dann, naja, nicht so wirklich performt hat. Aber vielleicht wird es ja diese Saison sein. Ja, er musste sich vielleicht in der Bundesliga eingewöhnen. Es kann gut sein, dass er diese sehr deutlich besser spielen wird. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Rechte Seite haben wir dann Gotoku Sakai, der sehr gut gespielt hat, auch als Sechser fungieren kann. Allerdings ist in meinen Augen, wäre es besser, wenn man Sakai auf rechts spielen lassen würde, weil sonst muss man da Diekmeier spielen lassen. Und Diekmeier ist zwar schnell, aber in meinen Augen halt auch nur schnell. Flanken ist nicht so wirklich seine Stärke. Das kann Sakai deutlich, deutlich besser in meinen Augen. Und auch wenn Sakai, wie gesagt, als Kapitän auf Sechser gespielt hat und da gut gespielt hat, Rechtsverteidiger wäre besser. Weil einfach Bundesliga-Tauglichkeit von Diekmeier stelle ich deutlich in Frage. Beonek ist dann noch ein Nachwuchsspieler, vielleicht wird der auch mal eingesetzt. Müssen wir mal sehen. Sechser-Position. So, da haben wir auch wieder so ein bisschen, es ist halt echt nicht viel. Es ist halt schon dünn da irgendwie besetzt. Wallace zusammen mit Gideon Jung. Jung kann auch Innenverteidiger spielen, ich glaube Wallace auch. Der ist ja auch für eine ganze Stange Geld gekommen. Der Brasilianer konnte sich bisher leider Gottes noch überhaupt nicht beweisen irgendwie. Und ja, ist an sich kein schlechter, hat eine Menge, Menge Potenzial, hat sich vielleicht jetzt auch eingespielt, genauso wie Douglas Santos und wird deutlich besser spielen als letztes Jahr. Aber bisher kann man da halt einfach keine Prognose abgeben, weil er hat halt absolut nicht überzeugt. Gideon Jung wird immer stärker, der entwickelt sich sehr, sehr gut, hat auch letzte Saison für mich mit dem besten Eindruck gemacht. Kein Innenverteidiger, kein Sechser, ist so ein bisschen wie Waldemar Anton, kann man, denke ich mal, sehr gut vergleichen, die beiden. Auch vom Marktwert her passt das sehr, sehr gut und der wird, denke ich mal, auch wieder eine solide Stütze sein, sei es in der Verteidigung oder im Mittelfeld. Dann haben wir noch Vasilije Janjicic, den ich gerade schon erwähnt habe aus eigenen Jugend, haben 500.000 mit 18 Jahren sehr hohen Marktwert. Anscheinend wird von dem relativ viel gehalten. Von daher bin ich mal gespannt, was aus dem werden wird. Albin Ekdal ist dann auch da. Sehr routinierter Spieler, den ich persönlich auch gar nicht so schlecht finde. Der aber auch immer wieder seine Fehler hatte letzte Saison im Spiel. Vielleicht wird es diese Saison besser, wenn er auf A6 spielt, Vertrauen bekommt und viel Einsatzzeit bekommt, was eigentlich so sein muss, weil jetzt sind wir schon wieder am Ende. Das irgendwie ist dünn. Ich weiß nicht, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Für mich sieht das sehr, sehr dünn aus. Also da muss auf jeden Fall noch was passieren irgendwie, weil das reicht doch so nicht. Ich meine, auf der Innenverteidigerposition kommt auf jeden Fall Stefano Denswil wohl noch. Ja, dann haben wir da zumindest schon mal 4 Spieler. Tölke abgezogen, eigentlich 3. Gideon Jung, Innenverteidiger. Wenn er Innenverteidiger spielt, haben wir nur 3 Sechser. Wenn er Sechser spielt, ja, aber das irgendwie reicht das trotzdem. Also ein Sechser muss in meinen Augen, finde ich, auch noch her. Vor allem, was passiert, wenn sich einer verletzt. Das, ja, mal schauen. Aber ich denke mal, da macht Todd schon einen ganz vernünftigen Job und der wird schon irgendwas tun da. Genau. An sich könnte Aaron Hunt auch Sechser spielen oder Luis Holtby. Allerdings hat sie dann keinen Zehner. Wenn du mit Zehner spielst, was ich jetzt mal stark annehme, dann, ja, wäre das irgendwie schon blöd. Ne? Guaida, wir gehen erstmal auf die zentraloffensiven Positionen. Luis Holtby haben wir da, dann haben wir da noch Aaron Hunt und Finn Porat. Ja, Holtby wird ja mit dem Wechsel nach England Verbindung gebracht. Ob das passiert, weiß ich jetzt nicht, aber der war letzte Saison zumindest sehr, sehr stark. Ja, Holtby ist in meinen Augen der beste Spieler im HSV-Kader, abgesehen von Kostic. Und hat letzte Saison aber besser gespielt als Kostic. Von daher bin ich sehr interessiert und gespannt, ob der nach England geht, weil Newcastle wollte den eventuell auch haben. Ne? Bin ich mal sehr gespannt. Genauso wie Aaron Hunt, der wird nicht vom Hof gejagt, wurde jetzt gesagt. Er wird wohl bleiben, aber auch bei dem gibt es Abgangsgerüchte bis zum geht nicht mehr, weil er halt nicht zufrieden ist mit seiner Rolle. Die können beide theoretisch auch Sechser spielen, sind aber offensiv deutlich besser. Nur wenn die beide gehen, dann ist halt auch kein Zehner mehr da. Dann kann natürlich ein neuer Zehner geholt werden, gar keine Frage. Aber wer? Deswegen fand ich es auch irgendwie komisch, dass Gregoritsch abgegeben wurde, weil ich persönlich finde Gregoritsch gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, gerade in der HSV-Fan. Schreibt es mir in die Kommentare. Aber ich hätte den persönlich jetzt nicht abgegeben. Finn Porat ist da noch da, aber der ist halt 20 und ja, kein Stammspieler. Aber vielleicht kommt da ja noch wer. Man weiß es nicht. Es gibt auf jeden Fall Gerüchte um zentrale Mittelfeldspieler. Nicht so viele. An sich könnte beispielsweise auch ein Alexander Meyer, der zuletzt zumindest kurz gehandelt wurde, beziehungsweise jetzt aktuell gehandelt wird, da spielen, aber halt auch jetzt nicht so klasse. Ja, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt. 10er-Position beim HSV,
ohne Holtby, angenommen der geht, was muss da passieren? Wen würdet ihr gerne sehen? Außenbahnen, und da kommen wir schon wieder so ein bisschen in die Bredouille, denn wir haben auf der linken Bahn Philipp Kostic und Mats Köhlert, den ich persönlich jetzt nicht so gut kenne. Auf der rechten Bahn haben wir Nikolai Müller und Bakary Jatta. So, auf der linken Bahn sind sie gut besetzt mit Kostic, kann man nichts gegen sagen. Dazu kann halt Jatta auf beiden Außenbahnen spielen als Ersatzmann, das passt. Allerdings ist Jatta halt auch nicht so gut, wie man ihn teilweise gemacht hat am Anfang. Er ist ein Talent, gar keine Frage, er ist schnell, er ist technisch stark, aber noch nicht Bundesliga-Tonne. Das heißt, als Joker auf jeden Fall nicht schlecht, aber sonst mal sehen. Genauso wie Mats Köhlert eigentlich, der zwar einen geringeren Marktwert hat, aber den ich jetzt nicht zwingend schlechter einstufen würde als Jatta, der halt einfach nur gehypter ist, weil er viel in den Medien unterwegs war. Nikolai Müller ist das große Problem, weil wenn er wechseln sollte, dann ist auf rechts halt nichts mehr da. Ne? Also da hat man theoretisch noch einen André Hahn, den ich persönlich auch eher als Außenbahnspieler sehen würde als Stürmer, zumal wenn er nicht Stürmer, wenn er nicht Außenbahn spielt, anderen Stürmern die Chance genommen werde, aber dazu komme ich gleich. Aber trotzdem hätte man dann halt nur sozusagen zwei Bundesliga-taugliche Spieler, wenn Müller gehen sollte, was ja auf jeden Fall nicht so unwahrscheinlich ist, weil Wolfsburg will den haben und wird den vielleicht auch bekommen, wenn sie genug zahlen. Damit hätte der HSV deutlich mehr Geld eingenommen, als man eventuell geplant hätte. Könnte vielleicht mehr Ausgaben machen, aber dann ist die Frage, wer sollte kommen, weil Gerüchte gibt es im Außenbahnspieler irgendwie nicht. Und ich sehe die Außenbahn sehr, sehr gut bei Hamburg mit Kostic und Müller, wenn die bleiben. Ja, das ist eine sehr, sehr vernünftige Außenbahn. Aber es ist halt irgendwie dünn besetzt alles. Also die A11 bei Hamburg sieht klasse aus, versteht mich nicht falsch. Aber in der Breite des Kaders sehe ich die Probleme. Turmspitze. So, da haben wir Bobby Wood, der sich ja letzte Saison zumindest ganz gut etabliert hat, in der ersten Saison eingefunden hat. Ja, vielleicht wird das diese Saison noch besser. Also am Ende war er jetzt nicht, also er ist kein Torjäger. In meinen Augen ist er kein Torjäger. Er ist ein Arbeitstier, aber kein Torjäger. Und das fehlt dem HSV. Aber vielleicht wird er das ja diese Saison. Man weiß es nicht. André Hahn ist nämlich auch kein Torjäger. Allerdings ist der auch in meinen Augen kein Mittelstürmer. Der ist Außenbahnspieler. Der gehört auf der Außenbahn. Der kann da sein Tempo einsetzen, der kann da seine Physis einsetzen. Und mal sehen, wie das passieren wird. Wenn sie mit Doppelspitze spielen, dann haben wir das 10er Problem nicht mehr, dann hätten wir Wood und Hahn vorne, das könnte auch ganz gut funktionieren, sehe ich jetzt nicht so schlecht, aber da haben wir ein Problem und das sehe ich übrigens bei einigen Bundesliga-Vereinen, beziehungsweise das ist vielleicht wieder so unfair, weil ich beim HSV sage, aber es ist halt einfach so, hätte er noch bei Gladbach gespielt, würde ich es genauso da sagen. Wood ist in meinen Augen Stürmer wie Rudnevs. Der ballert drauf, ohne groß zu zielen. Ja, der hat einen Huf, der hat viel Kraft im Fuß, aber zielen ist nicht so seine allergrößte Stärke. Und bei Hahn ist es ganz genauso. In meinen Augen. Also, das sind beides keine Torjägerstürmer. Das sind beide Stürmer mit einer Menge Kraft im Fuß, mit einer Menge Physis, aber nicht mit den Abschlussqualitäten. Allerdings haben sie da einen. Und zwar Luca Waldschmidt. Dazu komme ich gleich. Erstmal Lasogga. Wird wahrscheinlich wechseln. Kann auch nichts. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, weil Lasogga ist für mich wirklich... Nein. Einfach nein. Luca Waldschmidt hat den HSV im Endeffekt den Klassenerhalt gesichert und kam ja von Frankfurt. Ist ein sehr, sehr guter Spieler in meinen Augen. Ein sehr, 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 sehr guter. Und der wird sich, denke ich mal, diese Saison richtig was leisten. Also ich denke, der wird richtig durchstarten. Ich glaube, dass der nämlich besser jetzt schon ist im Abschluss als ein Wood. Und ich glaube, dass der auch mit seiner Technik sich weiterentwickeln wird und dass der sehr euphorisiert ist durch diesen Treffer am letzten Spieltag, dass der dadurch auch eine Menge Kredit hat und dementsprechend Chancen bekommen wird, hoffentlich. Weil ich denke, dass Waldschmidt ein Riesentalent ist, was man nicht verschenken sollte. Der kann auf den Außenbahnen, aber ich sehe ihn in der Mitte am stärksten. Und ich bin sehr gespannt, was aus dem werden wird. Weil ich glaube, gerade mit Waldschmidt kann der HSV vorne echt was reißen. Ja, also in der Offensive. Weil damit haben sie einen Stürmer, der Tore schießen kann. Lasogga kann das in meinen Augen nicht, deswegen rede ich nicht weiter über ihn. Shiplock als absoluter Joker, das geht auch noch. Der hat auch ab und zu zumindest mal getroffen, nachdem er endlich mal wieder getroffen hat bei Darmstadt. Und Altintas soll sowieso wechseln. Von daher möchte ich über den gar nicht weiter groß reden. So, man kann jetzt wieder sagen, ich komme übrigens zur Prognose. Max, du hast den HSV nur gehatet. Aber wenn ihr jetzt mal genau drauf guckt, habe ich eigentlich den Großteil des HSV gelobt, ja? Also eigentlich alle, abgesehen von der Breite. Da mangelt es in meinen Augen. Das ist das große Problem und wenn sie da nichts machen, dann wird das schwierig. Allgemein wird es schwierig, weil die Liga dieses Jahr sehr nah beieinander ist. Das heißt, verstehe mich jetzt auch wieder nicht falsch, aber ich sehe Hamburg auch dieses Jahr nicht im Kampf um Europa. Also theoretisch kämpfen alle Teams um Europa, weil das komplett ausgeglichen ist. Von Tabellenplatz 8 bis Tabellenplatz 18... ist es in meinen Augen, also in meiner Tabelle jetzt, ist das komplett aus, es kann alles passieren. Kann auch sein, dass wir Hamburg am letzten Spieltag auf Tabellenplatz 18 sehen, kann sein, dass wir sie auf Tabellenplatz 8 sehen. Ich bin so in Ekstase, dass ich mich verhaspel. Ich sehe Hamburg auf 15, vor 96 hinter Stuttgart, also zwischen den beiden Aufsteigern. Nicht mit einer ruhigen Saison, sowas gibt es dieses Jahr in der Bundesliga, glaube ich, bei keinem Verein so wirklich, der nicht unter den ersten 10 ist. Aber ja, trotzdem nicht als Absteiger. Ja, das. Damit haben sie zumindest sich schon mal ein bzw. zwei Plätze vorgekämpft in meinen letzten Saisonprognosen.
Liegt ganz einfach daran, dass sie zu gute Spieler haben. Ne? Die haben mit beispielsweise im Tor einem Martenia einen sehr, sehr guten Torwart. Dann Papadopoulos ist sehr, sehr gut. Wenn sie dazu noch Subotic holen, ist die defensive Problematik auf jeden Fall mal halbwegs behoben. Sakai ist ein guter Außenverteidiger, beziehungsweise guter Kapitän. Auf der 6 haben sie mit Jungen extrem starkes Talent. Dazu haben sie mit Holtby einen guten Spielmacher, wenn er bleibt, beziehungsweise auch Sechser. Auf den Außenbahnen sind sie momentan mit Müller und Kostic sehr gut besetzt. Mit Hahn theoretisch auch noch vorne drin, mit Wood und dem Talent Luca Waldschmidt. Sieht gut aus. Das Problem ist nur die Breite. Und das Problem ist, dass andere Vereine auch gut besetzt sind. Und dazu kommen wir noch im Laufe dieser ganzen Prognosen hier. Und dementsprechend sehe ich den HSV auf 15. Allerdings ist das auch, muss ich dazu sagen, ein bisschen... Also ich könnte sie auch auf 14 setzen. Dann müsste ich aber einen Verein weiter runterziehen. Und bei dem vermute ich einfach, bei dem sehe ich nicht die Stärke, der kommt noch, bei dem sehe ich nicht die Stärke im Kader, bei dem vermute ich aber einfach, dass sie irgendwie weiter oben in der Tabelle landen werden. Werdet ihr dann noch hören. 96 ist es nicht, die hatten wir ja schon. Das war es auf jeden Fall von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir eure objektive und begründete Meinung in die Kommentare. Hatet mich von mir aus, ist auch in Ordnung. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Und zwar mit dem Tabellen 13. der vergangenen Saison. Und ich habe keine Ahnung, wer das ist, ehrlich gesagt. Ich kann mal ganz kurz nachgucken extra für euch nochmal. Und ich hoffe, dass auch diese Episode dann ziemlich, ziemlich cool werden wird. Der 13. war vergangene Saison der FC Augsburg. Das heißt, nächste Folge kommt Augsburg dran. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann, macht's gut. Haut rein. Und ciao.